Ihr Lieben, der Glaube an Gott in Zeiten der Not. Eine zweite Bibelarbeit. Da wollen wir uns die Frage stellen, was kann ich tun? Was mache ich ganz konkret selbst, wenn ich im Leiden drin bin? Diesmal versetzen wir uns in den Leidenden selbst hinein, gehen dieses Buch noch einmal im Schnelldurchlauf durch und schauen uns den Hiob an. Aber halten wir noch mal zu Beginn fest, was der Satan ganz am Anfang eben sagte. Er geht hin und sagt: Ist es umsonst? Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast nicht du selbst Gott ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du bist es doch gewesen. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Ist es umsonst? Der Satan, der hinterfragt den Glauben Hiobs. Er sagt eben, Hiob glaubt nicht an dich, weil du Gott bist, weil du so zu fürchten bist, sondern nur, weil es ihm so gut geht in seinem Leben. Das ist die Argumentation des Widersachers, des Teufels. Und dann fährt er fort und sagt, aber strecke einmal deine Hand aus, taste ihn an, alles, was er hat, und er wird sich offen von dir lossagen. Und dann bricht er diese ganze Katastrophe, diese ganzen Leiden in sein Leben hinein. Und im ganzen Buch klingt jetzt diese eine Frage immer und immer und immer wieder auf. Immer wieder diese eine Frage. Fürchtet Hiob Gott umsonst? Fürchtet Hiob Gott umsonst? Das ist die Frage, die der Satan zu Beginn stellt und wo wir uns als Leser fragen, ist das so? Ist dieser Glaube, ist diese Furcht vor dem lebendigen Gott umsonst? Da glaubt er umsonst. Und das ist eine ganz, ganz zentrale, eine wichtige Frage, weil wir uns die ja auch mal wieder stellen. Wir fragen uns ja eben auch, zeigt mein Glaubensleben, dort wo ich an Gott glaube, auch in Zeiten der Not, dass ich wirklich Gott um seiner selbst willen Ehre an ihn glaube, ihn fürchte? Oder bin ich eigentlich nur so ein Schönwetterchrist? So, wenn alles gut läuft, wenn die Ehe wunderbar ist, wenn das Gehalt super reinkommt, wenn ich eine tolle Wohnung habe, wenn ich ein großartiges Hobby habe, wenn alles erfüllend ist, oder glaube ich auch an Gott, wenn ich eben leide? Also hält mein Glaube in Zeiten der Not stand? Ja oder nein? Das ist diese Frage hier. Ist es umsonst? Ist dieser Glaube an Gott umsonst? Ich versuche das nochmal weiter runterzubrechen, weil das jetzt zu Beginn zu dieser zweiten Bibeleinheit ganz, ganz wichtig ist, das zu verstehen. Wir alle kennen im Straßenverkehr so Abschnitte, wo feststehende Blitzer installiert sind. Ich weiß das ganz genau, wenn ich jetzt übermorgen wieder nach Hause, nach Bremen runterfahre, dann weiß ich ganz genau, es ist eine langgezogene Linkskurve, es geht eine Brücke runter und dann ist da auf der rechten Seite, da steht ein fest installierter Blitzer. Und jeder, der da lang fährt, weiß eben, alles klar, hier fahre ich jetzt die vorgeschriebenen 70 km/h. Nicht, weil jeder da jetzt total überzeugt von ist, dass man jetzt da 70 km/h fahren sollte oder weil man die Straßenverkehrsordnung so sehr liebt, sondern weil es finanzielle Vorteile bringt, dort 70 km/h zu fahren. Und so sind wir Menschen eben. Wir tun manche Dinge, nicht weil wir komplett überzeugt von einer Sache sind, sondern weil es uns Vorteile bringt. Und der Satan, der kennt eben genau dieses Denken, das wir als Menschen haben. Diese Herangehensweise, der weiß darum. Und wenn er jetzt hingeht und sagt, wenn du Gott hingehst jetzt, ne, und Hiob seine Segnungen nimmst, dann wird er sich offen von dir lossagen, dann wird er nicht mehr an dich glauben, keine Chance. Also bei meinem Beispiel, wenn man diesen Blitzer da in Bremen abbauen würde, dann würde sich zeigen, ob wir wirklich diese Straßenverkehrsordnung achten und wirklich da mit 70 km/h durchfahren. Aber es ist eigentlich klar, da werden alle so durchknallen mit 80, 90, mit 100 km/h. Da wird kaum einer ganz genau drauf achten. Diese 70 km/h, die unterschreitet man dort in der Regel, weil dieser Blitzer da steht. Und das sagt eben der Satan, so ist Hiob, so sind die Menschen. Die tun, die machen Dinge, die glauben nur, weil du eben gewisse Dinge schenkst. Und das Spannende ist jetzt, Hiob geht jetzt durch verschiedene Phasen in seiner Leidensgeschichte. Und anhand dieser Phasen, wo er ganz konkret Dinge tut in seinem Leiden, wird ihm deutlich, ob er tatsächlich an seinem Glauben festhält, ob er Gott treu bleibt oder ob sein Glaube, wie der Satan eben in Frage stellt und oder behauptet, ob dieser Glaube umsonst ist. Und so wollen wir lernen von diesem Buch Hiob, eine zweite Bibelarbeit. Was kann ich ganz konkret, was kann ich eben persönlich tun, wenn ich leide? Das wollen wir uns anschauen. Dann stellt ja diese Frage, wie kann ich leiden durch Leben, ohne Gott untreu zu werden?
Und das sehen wir jetzt anhand von vier Phasen, die eben Hiob durchläuft. Anhand dieser Phasen habe ich diese zweite Bibelarbeit aufgebaut. Ein erstes vom Lob und Dank Hiobs, ein zweites von der Klage und Anklage Hiobs, ein drittes von der Demütigung Hiobs und ein viertes von der Geduld Hiobs. Ein erstes vom Lob und Dank Hiobs. Ihr Lieben, nachdem Hiob über diesen Verlust seines Besitzes, über den Tod seiner Kinder informiert wurde, seine Reaktion: er zerreißt sein Gewand, er schmeißt sich auf die Erde, er trauert, er schert sich seinen Kopf und dann lobt er Gott und sagt: der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das war seine erste Reaktion. Das ist das, was er als erstes tut, als diese ganzen Schreckensnachrichten über ihn hereinbrechen. Diese erste Reaktion: sein Besitz, seine finanzielle Sicherheit, die Kinder, Tod, alles weg. Und er, was tut er? Er geht hin und lobt den lebendigen Gott. Ja, da ist der Besitz weg, aber Gott, du seist gelobt. Die Kinder, die leben nicht mehr, aber trotzdem, Gott, du seist gelobt. Es ist herausfordernd, aber Gott, du seist gelobt. Und dann geht es noch weiter. Selbst dort, wo ihn eben diese schwere Krankheit packt, wo er dort in seinen stinkenden, eiternden Geschwüren da vor sich hin schimmelt, sich diese Geschwüre versucht abzukratzen: Gott, du seist gelobt. Dann kommt seine Frau um die Ecke, Katastrophe, die kommt dann und sagt: ne, Hiob, das funktioniert so nicht, ne, sag dich ab von diesem Gott, ne, das bringt alles nichts mehr. Und er geht hin: Gott, du seist gelobt, du seist gelobt, immer wieder. Und dann argumentiert er: das Gute, das nehmen wir von Gott an. Sollten wir da nicht auch das Böse von Gott annehmen? Also das, wo wir manchmal herausgefordert werden. Das ist diese erste Phase im Leiden von Hiob. Er hält sich fest an Gott. Und das ganze Buch bezeugt eben jetzt dieses: bei alledem, das ist dieser Einstieg, sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist das, was im Prolog deutlich wird. Gewaltig. Lob und Dank. Gott die Ehre geben. Ihn ehren. Das ist ja so der Standardspruch der Bekenntnis- und Glaubensbewegung, oder? Dieses: Gott loben, zieht nach oben, nicht danken, macht wanken. Das ist genau das, was Hiob hier lebt. Gott die Ehre geben. Egal was kommt, Gott die Ehre geben. Hiob geht hin in den tiefsten Tiefen seiner Nöte. Es ist ein bisschen schwer, das, glaube ich, nachzuvollziehen, wenn wir das so schnell heute durchgehen, das, was er dort an Leiden durchlebt hat. Das muss so herausfordernd, so brutal gewesen sein. Ich meine, vergleichen wir es manchmal ein bisschen mit dem, was wir an Leiden auf dieser Erde erleben. Wenn da jemand nicht ganz freundlich zu uns ist, wenn da jemand nicht ganz zu uns steht, wenn wir so ein bisschen Husten haben, wie wir da direkt am Jammern sind, was Hiob erlebt, das ist eine ganz andere Dimension. Und trotzdem, und bei alledem, sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Gott, dir gebührt alle Ehre. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja, großartig. Und das, ihr Lieben, das zeugt von einem ganz, 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 ganz großen Gottvertrauen. Das, was Gott am Anfang im Prolog über Hiob sagt: dieser Mann ist fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend, der ist mir treu ergeben, der vertraut mir durch und durch. Und seine erste Reaktion zeigt genau das: ja, ich glaube dir, Gott, du seist gelobt. Und das ist jetzt auch nicht Außergewöhnliches in der Bibel. Das ist jetzt nicht so ein Mann, den wir nie wieder finden, sondern wir haben das immer wieder, gerade in dem Psalm. Lest die Psalme, gerade die Klagepsalmen, die wir haben, unter genau diesem Gesichtspunkt. Ne? Psalm 5 bis 7 zum Beispiel oder Psalm 22, Psalm 42, 43. Diese ganzen Klagepsalmen, die wir haben, wo Klage das Hauptstilmittel ist, das in diesem Gebet eben gebraucht wird. Nur Klage, Klage, Klage. Und trotzdem sticht immer wieder dieser eine Lob Gottes, dieses eine: Gott, du bist der Herrscher, du seist gelobt, sticht immer wieder heraus. Schauen wir mal, Psalm 5. Da heißt es dann zum Beispiel: so werden sich, also bei aller Klage, so werden sich freuen alle, die zu dir Zuflucht nehmen. Ewig werden sie jubeln und du wirst sie beschirmen. Und sie werden frohlocken, die deinen Namen lieben. Denn du wirst den Gerechten segnen. Herr, mit Gunst wirst du ihn umgeben wie mit einem Schild. Oder diesen bekannten Psalm 22, den Jesus ja am Kreuz betet. Wir haben ja diesen kurzen Ausschnitt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können davon ausgehen, dass Jesus den ganzen Psalm gebetet hat, dort, wo er am Kreuz hängt. Das ist ein Klagepsalm durch und durch. Und trotzdem heißt es dann, ab Vers 23, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Vers 24, Vers 26 weiter, von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung. Oder Psalm 42, da heißt es auch da, ein Klagepsalm:
Was beugst du dich nieder, meine Seele? Was bist du unruhig in mir? Da klingt diese Klage in diesem einen Vers noch mit. Und dann aber trotzdem, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch loben, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Ganz, ganz großes Gottvertrauen, das da ist. Bei all dem Elend, bei all den Nöten, wo man Sachen nicht einordnen kann, Gott, du seist gelobt. Und das finden wir auch im Neuen Testament. Wenn Paulus jetzt hingeht gegenüber der Gemeinde Thessaloniki, denen einen Brief schreibt und sagt, seid dankbar in allen Dingen. Also trotz all der Umstände, die da sind, könnt ihr dankbar sein. Nicht seid dankbar über alle Dinge. Das wird ja auch oft missverstanden. So nach dem Motto, wie so ein tyrannischer Gott eben fordern würde, egal was dich trifft, du sollst für alle Dinge, die kommen, dankbar sein. Das ist Blödsinn, das ist nicht das, was Paulus sagt. Aber seid dankbar in allen Dingen. Also trotz all der Umstände, trotz all der Herausforderungen haben wir immer Grund zur Dankbarkeit. Wir können dankbar sein, sagt Paulus. Für uns stellt sich dann die Frage, ja, worauf gründet denn dieser Lob? Worauf gründet dieser Dank? Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt nach Hause gehen können und nachher, wenn die nächsten Leiden kommen, dass wir sagen, alles klar, haben wir jetzt so gehört, wir sollen, wenn Leiden kommen, Lob und Dank sagen, weil das gehört sich offensichtlich für gute Christen so. So funktioniert das ja nicht. Worauf gründet das, dass wir Gott loben und danken können? Das ist so ein ganz, ganz interessanter Punkt hier bei diesem Hiob. Denn beim Hiob ist es so, wir kennen seinen theologischen Background nicht. Ist auch so ein ganz umstrittenes Thema. Wo ordnet man Hiob ein? Wir haben die Information im ersten Kapitel. Hiob wohnt im Land Uz. Wo das genau ist, kann man nicht genau sagen. Zeitliche Einordnung, noch viel schwieriger. Also da gibt es Spekulationen, Vermutungen, aber nichts Fixes, wo wir sagen können, alles klar. Und auch das ist interessant. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass Hiob irgendwie Berührungspunkte mit dem Volk Israel hatte. Also irgendwie Kontakt zum Gott Israels dadurch hat. Es liegt nah, und das klingt ja sehr danach, bei dem, was wir eben erfahren, dass er so vielleicht in die Zeit der Patriarchen, also Abraham, Isaak, Jakob, eingeordnet werden kann. Nochmal, wir wissen es nicht. Der entscheidende Punkt, auf den es ankommt, ist in der Bibel, Gott ist ja ein Gott, der sich offenbart in der Bibel. Stück für Stück mehr. Am Anfang hat er ein paar Dinge von sich bekannt gegeben. Beim brennenden Dornbusch, bei Mose kommt er das erste Mal, bekennt sich mit seinem Namen, ich bin, der ich bin. Das ist diese Offenbarung. Und da finden wir jetzt fortlaufend in der Bibel, wie Gott sich immer und immer mehr zunehmend offenbart, seinem Volk, wie er erst als ferner Gott dann irgendwann zu ihnen kommt, in der Bundeslade, dann dort zum Volk Israel kommt, in der Stiftshütte lebt, dann beim Tempel wirklich Wohnung nehmen will beim Volk. Also immer mehr Offenbarung. Diese Offenbarung, die findet ihren finalen Punkt am Kreuz auf Golgatha, wo Jesus Christus als Sohn Gottes sich offenbart und zeigt, wer er als Gott eben ist. Und jetzt ist der entscheidende Punkt bei Hiob eben. Hiob hatte Offenbarungen, von denen wir nichts wissen. Wir wissen nicht, wo ordnen wir ihn jetzt ein, zur Zeit der Patriarchen oder woanders. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, okay, er passt in die Zeit der Patriarchen hinein, ist es so, dass er trotzdem nur ein begrenztes Wissen, eine begrenzte Offenbarung über Gott hatte. Und das für uns so trostreich und das ist so großartig, wenn wir uns jetzt konfrontieren lassen mit den Leiden unserer Zeit, ist eben der Punkt, wir haben mehr Ressourcen für unser Lob, für unser Dank Gott gegenüber als Hiob. Also selbst wenn Hiob all das wusste, was Abraham, Isaak und Jakob über Gott wussten, wir wissen mehr. Wir haben mehr Fundament sozusagen für unsere Leidenszeiten, als Hiob sie hatte. Warum? Weil wir den wahren, den besseren, den endgültigen Hiob kennen. Wir kennen ihn, Jesus Christus. Darauf gründet unser Lob und Dank, auf Jesus Christus allein. Er ist der eigentliche Hiob. Hiob, der war nur relativ unschuldig. Jesus war selbst unschuldig. Hiob wird als gerecht angesehen von Gott, aber er war ja an und für sich aus sich selbst heraus gar nicht gerecht. Er hat ja viele Dinge falsch gemacht. Jesus selbst war ohne Sünde. Hiob war am Ende von Kapitel 2 arm, nackt, war am Leiden mit Schmerzen geplagt. Jesus war am Ende arm, nackt und starb. Er war in diesem Zustand wie Hiob, aber ging noch einen viel, viel größeren Schritt darüber hinaus. Hiob fühlte sich von Gott verlassen. Er sucht jemanden, er sucht, dass Gott ihm antworten möge. Und Gott antwortet nicht.
Jesus war von Gott verlassen. Jesus Christus ist die Antwort. Er ist die Antwort darauf, dass wir ein Fundament haben für unser Lob, für unser Dank. Deswegen nochmal, Lob und Dank kommt jetzt nicht daraus, dass ich sage, ich bin so ein frommer Mensch, ich muss jetzt Gott die Ehre geben, wenn ich eben leide. Nein, ich habe ein Fundament und aus diesem Fundament heraus resultierend kann ich erst Gott die Ehre geben. Und weil das so zentral ist, haben die Väter im Glauben eben genau das in den ganz, ganz großen Katechismen, die wir heute ja noch haben, festgehalten. Wenn es da dann zum Beispiel heißt, eben im Heidelberger Katechismus, was ist denn unser Trost im Leben und im Sterben? Das ist ja genau dieses Thema hier bei Hiob, in den Nöten, in den Schwierigkeiten des Lebens. Und dann heißt es, dass ich mit Leib und Seele, beides, im Leben und im Sterben, also bei all den Nöten und Schwierigkeiten, immer, grundsätzlich, bei allem, was ich an schönen und schwierigen Dingen erlebe, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, mir auch alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens versichert und ihm forthin zu leben von Herzen willig und bereit macht. Jesus Christus selbst, er ist unser Trost. Er ist das Fundament dessen, dass wir Gott Lob und Ehre bringen können in unseren tiefsten Leiden. Ich kann beweisen, ob ich an Gott glaube, wenn ich leide. Und ich kann es oft nur wirklich dann beweisen, wenn ich leide. Wegen Jesus. Wisst ihr, solange wir im Sonnenschein des Lebens unterwegs sind, wenn alles wunderbar ist, alles läuft im Leben, dann ist es ein leichtes zu sagen, Gott, du seist gelobt. Da können wir alle hier großen Lobpreis veranstalten, tolle Lieder, großartige Lieder singen. Das ist einfach, das kriegt jeder von uns hin. Aber die Frage ist, ja, kriegen wir es hin, wenn wir leiden? Und die Antwort ist, ja, durch Jesus Christus. Allein durch ihn, wenn wir durch dieses tiefe Teil des Todesschattens hindurchgehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und das wünsche ich dir für deine Leidenszeiten, wo du durch Leid eben hindurchgehen musst, wo Gott dich durch Leid hindurchführt, dass du so stark auf diesem Fundament Jesus Christus gründest, dass du immer dieses Lob zur Ehre Gottes auf deinen Lippen trägst, wie ein Hiob eben. Gott, du seist gelobt. Selbst dann, wenn das Herz zittert, selbst dann, wenn man keinen Ausweg mehr sieht, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist das, was ich dir wünsche. Aber nochmal, dieses Lob kommt nicht daher, weil ich mich dazu zwinge, sondern weil er selbst, Jesus Christus, für mich gelitten hat, weil er für mich gelebt hat, weil er für mich gestorben und auferstanden ist. Das ist die Basis dessen, warum ich Gott loben kann. Und dann müssen wir sehen und anerkennen, es bleibt nicht dabei. Ich habe einleitend gesagt, dass Hiob durch verschiedene Phasen gegangen ist in seinem Glaubensleben. Und eine zweite Phase, die hier deutlich wird, ist von der Klage und Anklage Hiobs. Aber auch das ist trostreich, das zu lesen. Hiob musste klagen. Wenn Hiob jetzt nur bei diesem Lob gegenüber Gott geblieben wäre, dann würde auf uns eine ganz, ganz schwere Last liegen. Dann würden wir jetzt, wenn wir jetzt hier stoppen würden, die Bibelarbeit hier beenden, dann würden wir rausgehen und sagen, alles klar, in meinen Leidenzeiten, ich muss Gott immer nur loben, ihm immer nur die Ehre bringen. Ich muss immer einen Lobpreis Gottes auf meinen Lippen tragen. Ich muss immer Gott alles geduldig ertragen, was Gott mir eben auf dieser Erde gibt. Direkt im nächsten Kapitel, nach dem Prolog, also nachdem er Gott die Ehre gegeben hat, dieses, du seist gelobt, ne, der Name des Herrn sei gepriesen, das Kapitel 3 ist ein ganz, ganz herausforderndes Kapitel. Da ist auf einmal ein Hiob, der hatte mit diesem geduldigen Hiob aus diesen ersten beiden Kapiteln irgendwie nichts mehr zu tun. Als wäre das ein anderer Mensch. Da ist nicht mehr, Herr Gott, du seist gelobt, der Name des Herrn sei gepriesen, er hat gegeben, er hat genommen. Nein, der bricht in völlige Klage aus. Der will nicht weiterleben. Der verzweifelt an seinem Leben. Er sagt, Kapitel 3, Vers 11, warum starb ich nicht von Mutterleib an? Verschied ich nicht, als ich aus dem Tod hervorkam? Da nochmal, ist nicht Gott, du seist gelobt. Der will sterben, der Mensch. Der kann nicht mehr, der ist am Boden. Der ist nicht mehr dieser unterwürfige Hiob hier, sondern das ist ein klagender Hiob. Wie kam es dazu? Es ist etwas Zeit vergangen und die Zeit heilt nicht alle Wunden. Ihr Lieben, das ist Blödsinn, dieser Satz. Zeit heilt nicht alle Wunden. Manchmal reißt Zeit sogar einige Wunden erst so richtig auf. Das ist das, was Hiob hier erlebt.
Seine Gemütslage wurde beeinflusst. Wie kam es dazu? Die drei Freunde, die kamen, die sind jetzt gekommen, um ihn zu begleiten. Die haben geschwiegen mit ihm ganze 7 Tage. Und man kann dieses Schweigen 7 Tage so deuten, dass sie auf den Tod von Hiob warteten. Er war dort in seinem Elend, er gammelte dort vor sich hin, das war kaum auszuhalten wahrscheinlich, dieser Anblick. Und die haben sich einfach gedacht, okay, das geht jetzt dem Ende entgegen. So wie wir manchmal am Sterbebett eben von Menschen stehen und nur darauf warten, okay, es geht jetzt langsam dem Ende entgegen, da nimmt jemand immer mehr ab, so war das bei einem Hiob. Vielleicht hat er auch an seine Frau gedacht, an die anfängliche Reaktion seiner Frau, wie sie eben um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, verfluche eben diesen Gott. Geh hin und verfluche ihn, stirb. Brauchst du ja nicht mehr. Vielleicht dachte er sich, ja, vielleicht ist da was dran. Vielleicht sollte ich das tatsächlich machen. Und dann ist es ja auch noch Gott, der schweigt, der nicht kommt, der bei seinem himmlischen Hofstaat bleibt und nicht in sein Leben eingreift. Ihr Lieben, dieses dritte Kapitel, das ist mir nochmal so ganz, ganz, ganz groß geworden bei der Vorbereitung. Das ist nochmal so ein ganz großer Trost, auch für mich eben ganz persönlich geworden. Dieses Kapitel, das zeigt, wie praktisch die Bibel das Wort Gottes ist. Das ist kein toter Buchstabe, den wir hier vor uns haben, sondern das spricht direkt in unser Leben hinein, weil wir kennen das ja, diese Leidenszeiten. Und das spricht dieses Kapitel eben, wo wir nicht mehr weiter wissen, wie es weitergeht. Ne? Ihr kennt das ja, da fragt man sich, na, glaube ich jetzt eigentlich wirklich an Gott, wenn ich solche Gedanken habe? Also ist das wirklich wahrhaftiger Glaube, wenn ich jetzt mit so Selbstmordgedanken da einherkomme? Wisst ihr, seit knapp 10 Jahren mache ich mittlerweile Jugendarbeit. Ich habe nie mehr als in der Corona-Zeit, in dieser fürchterlichen Pandemie-Zeit, nie mehr als in dieser Zeit unglaublich viele Selbstmordanfragen erhalten von jungen Menschen, die mir gesagt haben, reihenweise, Paul, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ganz verschiedene Gründe, aber das eine, das ist immer wieder dasselbe, soziale Distanz, Dinge, die man nicht einordnen kann. Da wurde man konfrontiert mit Dingen, die so herausfordernd waren, wo ganz, ganz viele, da kommen natürlich persönliche Dinge mit rein, aber wo viele, viele, viele gesagt haben, ich will hier nicht mehr weiterleben. Ich meine, das ist ja genau das, was hier passiert. Das ist jetzt kein toter Buchstabe, sondern das spricht ja von unserer Realität. Wir kennen das ja. Das ist ja nicht irgendwie eine fiktive Geschichte, die hier uns über Hiob erzählt wird. Und das ist eben so, Leid kann unsere Sicht auf die Dinge beeinflussen, wie wir glauben, wie wir über Gott denken. Deswegen stellen wir uns ja die Frage, glaube an Gott in Zeiten der Not. Wie denke ich richtig über Gott, wenn ich leide? Wie gehe ich mit Leiden um? Und bei Hiob sehen wir, es bleibt nur die Klage. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr weiterleben. Und gerade in solchen Zeiten ist so ein Buch eben ein so, so großer Segen für uns, weil es mitfühlend ist. Und das Große ist, Gott meldet sich nicht zu Wort. Gott greift nicht ein. Nachdem Hiob mit dieser Klage um die Ecke kommt, sagt Gott ja nicht so, hier Hiob, ne, Lob und Dank, ja, das gebührt mir, ich bin immerhin Gott. Aber, Kollege, wenn du da jetzt um die Ecke kommst mit deinem Klagen und da vor dich hinjammerst, also sorry, und diese Vorstellung haben wir ja oft, wenn wir leiden oder wenn andere leiden, dass wenn diese Klage kommt, das kann doch nicht sein, dass Gott dann sofort eingreifen muss und Einhalt eben gebietet. Sagt, hier ist jetzt Stopp, alles klar, ich habe das so ein bisschen getestet, ein bisschen geprüft, jetzt greife ich ein. Das ist so unsere Vorstellung oft. Gott, der meldet sich viele, viele Kapitel später erst. Ist interessant, oder? Ihr Lieben, Gott hält es aus, wenn wir klagen. Er hält es aus. Und das ist so trostreich. Das sehen wir ja auch in dem Buch, das nach diesen ganzen Klagen benannt ist. Diese Klagelieder von Jeremia. Das Volk Israel, erst einmal Deportation eben. Jerusalem wird völlig platt gemacht und da läuft Jeremia durch diese Gassen Jerusalems eben und dann alles zerstört, alles kaputt. Der bricht aus in völlige Klage und Verzweiflung. Der kann die Dinge nicht einordnen. Und auch dort, Gott greift nicht direkt ein und sagt, alles klar, ich regel das jetzt, ich hole die jetzt alle wieder zurück, da wird wieder alles aufgebaut, damit ihr hier schön leben könnt, sondern nein, Gott hält das aus. Und auch unsere Klagen, Gott hält das aus, wenn wir klagen. Er hält das aus. Und jetzt geht Hiob noch einen Schritt weiter. Und das ist ein Knackpunkt, der herausfordert. Er geht nämlich irgendwann von dieser allgemeinen Klage weg hin zur Anklage. Und wenn ich gerade
deutlich gemacht habe, Gott hält es aus, wenn wir klagen, müssen wir hier jetzt sagen, mit dieser Anklage gegenüber Gott hat er eine Grenze überschritten. Das macht Gott ihm in diesem Sturm ja deutlich. Das ist so interessant, das zu sehen, je länger diese Diskussion ja vor sich her schreitet, desto schärfer werden die Worte. Denn diese Anklage gegenüber Hiob, du musst gesündigt haben, immer deutlichere Worte. Und Hiob, nein, auf gar keinen Fall, Gott muss schuld sein. Und damit geht er einen Schritt deutlich zu weit. Irgendwann kommt dieser Punkt dann im Leben, in dieser Diskussion von Hiob, dass er nicht mehr zu seinen Freunden über Gott redet, sondern er wendet sich direkt an Gott und klagt ihn jetzt an und sagt Gott, du bist verantwortlich dafür, für mein Leid. Die Klage geht in eine Anklage aufgrund des Leids über und dann schreit er das heraus in seinem Gebet eben hier auf Kapitel 30, dann heißt es, ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. Mit der Stärke deiner Hand feindest du mich an. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und stellt sich als Gerechter dar, als Gott es ist. Und dann sagt er, Kapitel 31, wenn ich das Recht meines Knechtes und meiner Magd missachte, das ist dieser absolute Hochmut von Hiob, ne? Als sie mit mir stritten, was wollte ich dann tun, wenn Gott sich erhöbe? Und wenn er untersuchte, was ihm erwidern? Hat nicht er, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn bereitet? Und hat uns nicht einer am Schoß gebildet? Und wenn wir dieses Kapitel 31 lesen, dann sehen wir, wie gerecht Hiob sich darstellt und sagt, pass mal auf, wie ich mit den ganzen Leuten umgehe. Mit meinen Knechten und Mägden, mit meinen Freunden. Ich bin so gerecht, überall, wo ich urteile und mache und tue. Gott, ich bin gerecht. Na, wie sieht es denn bei dir aus? Ich bin es. Und dann fordert er Gott heraus. Kapitel 31, Abvers 35. Ach, hätte ich doch einen, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift, Gott. Der Allmächtige, komm, antworte mir. Wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Wahrlich, ich würde sie auf meine Schulter heben, sie mir um den Kopf binden als krank. Ich würde ihm über die Zahl meiner Schritte Auskunft geben, wie ein Fürst würde ich ihn nahen. Ich hab's drauf, ich zeig dir, wie es geht, Gott. Komm du mir entgegen. Hiob will Gott auf Augenhöhe begegnen und glaubt, bestehen zu können. Und damit, mit diesen Gedanken, enden die Worte von Hiob, indem er hingeht und Gott anklagt. Und jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt angekommen, denn nochmal, Hiob hatte ja recht. Wenn er sagt, ich leide nicht, weil ich irgendwie gesündigt habe. Wir wissen, sein Leiden kommt vom Satan. Und doch mit dieser Anklage geht Hiob einen ganz, ganz gewaltigen Schritt zu weit. Hiob ist am Klagen, das hält Gott aus, kein Thema. Aber wo es zu dieser Anklage kommt, wo er diese Gerechtigkeit Gottes hinterfragt, da geht er zu weit. Und das ist auch für uns wichtig zu verstehen, für unser Glaubensleben, wenn wir keine Lösungen kennen und finden und sehen. Nochmal, Hiob wird der Grund ja nicht irgendwo genannt, das, was wir so gerne auch in unserem Leben oft haben würden. Und so stehen wir ja auch in der Gefahr, Gott anzuklagen, dass wir Gott eben sagen hier, ich will nicht mehr leben, ich halte das nicht aus, du bist schuld. Wenn du die Liebe bist, ne, wie kann es sein, dass ich dann so schrecklich leide? Du sagst mir doch in deinem Sofort so viele Dinge zu, die so großartig, so schmackhaft klingen. Warum tust du das nicht? Gott, du bist so ungerecht. Andere Menschen, denen geht es so gut, ne? Meine Klassenkameraden, die sind so gesegnet in ihrem Leben, die führen so ein tolles Leben zu Hause und bei der Arbeit, obwohl sie dich aufs Äußerste verachten und guck mich an, wie ich hier sehend sitze im Gottesdienst in meinem Elend. Aber genau damit, mit diesem Verhalten gehen wir und damit geht Hiob eben viel zu weit. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, wie regiert Gott im Leid? Erste Bibelarbeit. Da geht Gott jetzt hin und zeigt auf, ich regiere mit Freiheit, mit Weisheit und voller Güte. Ich habe es in meiner Hand. Hiob, du überblickst das Ganze nicht. Du siehst es nicht. Ich bin zu erhaben, als dass du es beurteilen könntest. Aber du hast eine Grenze überschritten. Und ihr Lieben, wie oft haben wir das schon getan? Dass wir Grenzen überschritten haben. Dass wir Gott für etwas verantwortlich gemacht haben und sagten, Gott, du bist das Problem. Ich meine, schaut mal hin in diese Welt, ne? Das ist ja das Denken all der Menschen. Wenn die Karriere alles super läuft, die Ehe funktioniert, alles nur, weil ich so ein großartiger Typ bin. Wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn dann der Krebs auf einmal an der Tür anklopft, ja Gott, wie kannst du das zulassen?
Gott muss ungerecht sein. Und trostreich ist, dass Gott eben nicht an diesem Punkt jetzt mit Hiob stehen bleibt. Diese Anklage, die war verkehrt, das wird von Gott verurteilt, aber er bleibt nicht dort stehen, sondern es geht weiter, ein dritter Punkt von der Demütigung Hiobs. Hiob hat sich von Gott seine Position aufzeigen lassen. Er hat es verstanden. Und jetzt demütigt sich Hiob und sagt, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Hiob geht hin und erkennt an und bekennt, ich bin Gott zu weit gegangen. Ich weiß Gott, ich kann vor dir nicht bestehen. Er erkennt Gott als den Schöpfer und Herr seines Lebens an. Hiob hat Gott im Handeln immer noch nicht verstanden. Er kennt den Grund seines Leidens immer noch nicht. Aber er weiß eben, da ist einer, der herrscht über mein Leben. Und das ist diese dritte Reaktion, diese dritte Phase im Leiden von Hiob, wie er ganz konkret etwas tut, dort wo er leidet. Er demütigt sich. Er erkennt Gottes Herrschaft an. Hiob hat den Test bestanden. Er hat Satans Vorwurf widerlegt. Ihr erinnert euch, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir im Epilog des Buches, also im letzten Kapitel, nichts mehr vom Satan lesen. Der spielt keine Rolle mehr, der hat verloren, der ist besiegt. Hiob erkennt, dass Gott ihm keine Rechenschaft schuldig ist. Und an diesem Punkt eben, als er bereit war, sich völlig unter Gottes Herrschaft zu demütigen, dass er eingesteht, mit meiner Überzeugung über Gott bin ich einen Schritt zu weit gegangen, lernt er jetzt Gott in einer viel, viel tieferen Beziehung kennen. Es kommt zu einem Durchbruch in seiner Gottesbeziehung. Dann setzt Gott ja zu seiner zweiten Rede an in diesem Sturm. Und dann kommen diese großen Worte von Hiob am Ende. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich dann beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch und ich will nicht reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Und das ist jetzt eben dieser ganz entscheidende Punkt in seiner Beziehung, die Hiob zu Gott hat. Nachdem Hiob Gott begegnet, ist er bereit, seine Anklage gegen Gott fallen zu lassen. Auch das kennen wir gut, oder? Unser sündhaftes Leben ist ja eine reine Anklage an Gott. Unser sündiges Sein. Und so müssen wir auch eben mit Hiob bekennen, Gott, mit meiner Sünde, mit meinem sündigen Leben, so wie ich auf dich ausgerichtet bin, völlig in Feindschaft zu dir lebe. Das ist eine reine Anklage und das muss fallen gelassen werden. Und dann wird ja Hiob gerecht gesprochen. Wir hatten das nicht, weil er keine Fehler gemacht hat, sondern weil Gott ihn eben gerecht spricht, da er sich gedemütigt hat. Ich bereue in Staub und Asche. Und diese Zusage haben wir ja auch, 1. Johannes 1,9, dass wenn wir hingehen, unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, sodass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das, was Hiob hier erlebte, da steht er im Licht Gottes, da erkennt er seine Position, da weiß er, er ist zu weit gegangen und da demütigt er sich. Und genau das ist das, was passiert, wenn Menschen in das Licht Gottes gehen, zu dem, der das Licht der Welt ist, Jesus Christus. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich reagiere mit meinem Stolz, bleib in meiner Sünde, oder aber ich tue Buße, bereue in Staub und Asche. Ich demütige mich unter dem lebendigen Gott. Und dann kommt der vierte Punkt von der Geduld Hiobs. Ich sagte es bereits, Hiob wird nur im Neuen Testament ein einziges Mal erwähnt bei Jakobus. Lesen wir die Stelle mal gemeinsam, Jakobus 5, da heißt es, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Und das ist jetzt nochmal so spannend zum Schluss. Das Einzige, was Gott eben im Neuen Testament über Hiob betont ist, der war geduldig, der war geduldig, der war geduldig. Okay, würden jetzt einige vielleicht sagen, passt auf die ersten zwei Kapitel, da war er wirklich geduldig. Gott, Lob und Ehre, haben wir alles verstanden, da ist er geduldig. Aber wie passt das mit dem dritten Kapitel zusammen?
Immerhin verflucht er seinen Geburtstag, will nicht weiterleben. Und wenn Gott jetzt im Neuen Testament eine Sache von Hiob betont, seine Geduld, dann glaube ich, müssen wir diese Geduld auch mit dem Hiob aus dem dritten Kapitel zusammenbringen. Aber wie sah diese Geduld von Hiob aus im dritten Kapitel? Ich glaube, diese Geduld, die äußert sich in seiner Treue gegenüber Gott, dass er sich eben nicht, wie der Satan es eben sagte, von Gott absagt. Ja, er geht sehr weit, er will nicht weiterleben, er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben, aber er überschreitet nicht eine Grenze, die Gott nicht selbst gesetzt hat. Er lässt Gott Herr sein über sein Leben. Ich sage damit nicht, dass wir leichtfertig umgehen sollen, wenn wir mit Menschen konfrontiert werden oder selbst eben mit irgendwelchen Mordgedanken leben. Doch ist Gottes Urteil im Neuen Testament eben, er ist mir treu geblieben. Und das gilt dann auch für das dritte Kapitel im Buch Hiob. Und das ist nochmal so trostreich für uns. Hiob hat keine Antwort auf die Warum-Frage des Leidens erhalten. Über das gesamte Buch, selbst am Ende nicht. Er bekommt keine Antwort auf diese Warum-Frage. Aber er hatte am Schluss genügend Gründe in seinem Leben, um an Gott festzuhalten, auch wenn er leidet. Er hat Gott kennengelernt, wie er ist, wie er regiert, in seiner Freiheit, in seiner Weisheit, in seiner Güte. Und auch wenn die Frage nach dem Leiden unbeantwortet bleibt, hält er Gott an Gott fest. Und noch etwas, auch Jesus erhält keine Antwort auf diese Warum-Frage am Ende. Dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus bekommt keine Antwort. Aber er ist bereit, diese Warum-Frage zu erdulden. Und das ist der Grund, warum auch wir durch Leiden hindurchgehen können, auch dort, wo wir eben ganz persönlich keine Antwort auf diese Warum-Frage erhalten. Denn wenn wir hingehen, auf das Kreuz schauen, das Kreuz, das auf Golgatha aufgerichtet wurde, dann erhalten wir selbst, wenn wir auf Kreuz schauen, immer noch keine Antwort auf diese Warum-Frage. Aber wir wissen, was die Antwort nicht ist. Die Antwort ist nicht, dass ich Gott egal bin. Die Antwort ist nicht, dass Gott mich nicht liebt. Die Antwort ist nicht, dass Gott nicht alles geben würde, um mein Leben zu stoppen, mein Leiden zu stoppen. Er kümmert sich. Gott ist nicht unbeteiligt. Ganz im Gegenteil. Er ist gerade in unserem Leiden ganz, 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 ganz nah. So nah, dass er eben hingeht in Jesus Christus und dieses Leiden im kosmischen Ausmaß auf sich nimmt und die Sünde der Welt trägt. Das ist nicht die Antwort auf alle unsere Fragen. Aber das, ihr Lieben, ist die Antwort, die wir brauchen in unserem Leiden. Die Antwort, die uns zeigt, dass wir Gott im Glauben vertrauen können, auch wenn wir leiden. Denn in Jesus haben wir einen Mittler. Einen Mittler, den Hiob sich ja so sehr wünschte. Einen, der für ihn eintreten möge. Und den haben wir, wo er in Jesus Christus uns eben sagt, ich weiß, was du fühlst. Und das ist der Grund, warum wir mit Leiden umgehen können. Deshalb lehrt uns diese Geschichte von Hiob, dass wir geduldig warten sollen. Worauf? Auf das Wiederkommen Jesu. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Darauf sollen wir warten. Denn spätestens an diesem Tag wird Gott alle Leiden von uns nehmen, bis in alle Ewigkeit. Und Jakobus macht hier jetzt eben deutlich, dieses Warten, das lohnt sich. Denn Hiobs Geschichte ist ja auch unsere Geschichte. Wir leben ja nicht in Kapitel 42, wir leben irgendwo zwischen Kapitel 1 und 41. Irgendwo in diesem ganzen Leidenschaos drin. Das ist die Realität unseres Lebens. Und unsere Perspektive ist eben das Beste, das kommt noch. Und so lange gilt, dass wir Gott dienen und dieses Dienen, dieses Glauben, dieses Gottfürchten nicht umsonst ist. Was können wir also ganz konkret tun, wenn wir leiden? Ich glaube, zusammengefasst ist die Antwort, dass ich hingehe und Gott suche. Ihn suche in meinem Lobpreis, wo ich ihn anbete, in meinen Klagen, in meiner Demütigung, dort, wo ich hingehe und geduldig auf ihn warte, dass ich ihn suche. Und er ist der, der uns ihm begegnet, begegnen will, und das tut er ganz besonders am Kreuz, in Zeiten der Not Gott zu suchen. Vier Punkte, die ich euch mitgeben wollte in dieser zweiten Bibelarbeit, einmal vom Lob und Dank Hiobs, von der Klage und Anklage Hiobs, von der Demütigung Hiobs und von der Geduld Hiobs. Und am Ende werden wir erleben, wie Gott auch uns in seiner Gnade genauso beschenken wird, wie der
Hiob beschenkt wurde.